Dieser Schlag über den Bunker mit dem Sandwich ist eine Herausforderung für alle Golfer. Ich meine, die Fahne ist kurz gesteckt, knapp hinter dem Bunker. Der Ball muss hochfliegen. Ich muss einen Schläger mit viel Loft verwenden. Ich habe ja mein Sandwich. Ich habe eine Übung für dich heute, die ich denke, dir richtig Vertrauen geben wird, in der Zukunft diesen Schlag gut zu schaffen. Okay, so, ich fange an. Das Erste, was du tun solltest, greif dein Sandwich oder Lobwedge oder irgendein Schläger mit viel Loft mit der rechten Hand, wenn du Rechtshänder bist, und fang mit dem Rückschwung an. Wenn du den Rückschwung machst, versuch den Schläger auf der richtigen Ebene zu lassen. Ich merke mir die Ebene, indem ich schaue, wo mein Griffende am Ende des Rückschwunges zeigt. Ungefähr auf den Punkt, wo der Ball liegt. Das ist eine gute Ebene. Während du dich drehst, ist es wichtig, dass du deinen Wirbelsäulenwinkel gleich behältst. So nicht so oder so. Von der frontalen und von der seitlichen Perspektive. Und dann, nachdem du den Rückschwung gemacht hast, fang mit einer ruhige, konstante Drehung des Körpers. Und während du dich drehst, lass den Schläger, deine Hand, deinen Arm einfach senken. Und wenn du das tust, wirst du jedes Mal sehr dicht an dem Ausgangspunkt kommen, in der Mitte deiner Füße. Und was auch ganz gut ist, wenn du diese Übung machst, du wirst den Boden mit der Sohle des Schlägers treffen, mit dem Bounce. Und das ist gut, weil dann müssen wir nicht perfekt sein bei diesem Pitchschlag. Noch ein Punkt, während du den Arm senkst, versuch mal den Winkel des rechten Armes gleich zu lassen. Okay, nicht strecken, einfach gleich lassen. Und dann schlagen wir ein paar Bälle einhändig. Ich weiß, es ist nicht einfach einhändig, aber das ist wichtig, dass du es so tust, damit du ein Gefühl bekommst und siehst einfach, wie effektiv diese Übung ist. Wir schlagen gleich zweihändig, dann wird es viel, viel einfacher sein. Aber lass uns loslegen. So auf der richtigen Ebene. Richtig drehen. Ja, ein bisschen schief. Also ruhig drehen und einfach senken. Und der Kontakt fühlt sich dann sehr gut. Okay, so nachdem du das schön ein paar Mal geübt hast, mach das bitte zweihändig. Mit dem Gedanke auf der Ebene bleiben. Die Hände bleiben vor dem Körper. Aber jetzt mit einer ruhigen Drehung den Abschwung starten. Und lass Schwerkraft, verwende Schwerkraft. Lass die Arme senken. Okay. Ich denke, ich habe das Gefühl mit meiner rechten Hand. Ich bleibe auf der Ebene und dann, während ich drehe, lasse ich senken. Ich denke, ich sollte einhändig lieber schlagen. Und ich weiß, dass ich mit dieser Methode sehr konstant treffen werde. Und dass der Bunker dann nicht mehr im Spiel ist, das ist riesig. Weil dann kann ich mit Vertrauen an die Sache rangehen und den Ball richtig dicht an die Fahne pitchen. Probier es bitte aus. Das ist gut. Schönen Tag noch.